Ohne das Ehrenamt würde unsere Gesellschaft morgen zusammenbrechen. Wir vertrauen wichtige Funktionen, gerade auch wenn es ganz ernst wird im Katastrophenfall, Menschen an, die sich freiwillig engagieren und einen ganz anderen Beruf haben. Und wir verleihen ihnen ein Amt. Als Feuerwehrmann, als Feuerwehrfrau im Roten Kreuz, bei Johannitern, Maltesern, Arbeiter-Samariter-Bund, beim Tschechischen Hilfswerk. Und das ist ein großer Schatz unserer Gesellschaft. Thomas de Maizière beim Blaulichtempfang der jungen Union sah. Der Innenminister ist nach Merzig gekommen, um den ehrenamtlichen Helfern Danke zu sagen. Für ihren Einsatz bei Katastrophen und Notlagen. Doch die Hilfsorganisationen plagen Nachwuchssorgen. Freiwillig kommt kaum noch jemand, man muss die Jugendlichen gezielt ansprechen und zu sich ziehen. Denn die Arbeit bei den Hilfsorganisationen ist weit mehr als der reine Dienst am technischen Gerät. Wir machen relativ viel mit den Kindern, also unter anderem Feuerwehr, Großteil, aber auch wir backen mit den Kindern, wir spielen mit den Kindern, machen Sport mit den Kindern, bringen den Kindern auch Werte bei, also was Kameradschaft ist und dass man halt eben auch mit den Menschen so nehmen muss, wie sie sind. Und im jungen Jahr, also mit 8 Jahren, nehmen wir sie an bei uns, bleiben dann bis ins jugendliche Alter und dann kommen andere Interessen leider Gott oft dazwischen oder die Schule. Einige ziehen auch um und dann ist es leider mit der Feuerwehrkarriere bei den Kindern oft beendet. Und das, obwohl die Jugendlichen oft enorm vom Angebot der Hilfsorganisationen profitieren. Ich habe hier mit einer jungen Ortsgruppe des Tschechischen Hilfswerks gesprochen, die schwere Bergefahrzeuge fahren. Und da haben dann junge Menschen die Chance, einen Führerschein für ein solches Fahrzeug zu machen, was sie auch zivil verwenden können, was sie nie in ihrem Beruf hätten. Und solche Formen, einen Schweißerlehrgang zu machen, große Autos zu fahren, wirklich wichtig zu sein bei Massenanfall von Verletzten, einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Ich glaube, das sind auch immer noch gute Motivationen, und als Alternative zu Hause zu sitzen und in einem Bildschirm zu starren, wird auf Dauer nicht attraktiv sein. Der Einsatz vor Ort ist anstrengend. In der heutigen Zeit werden die Helfer zusätzlich immer wieder bei ihrer Arbeit gestört. Das fängt schon bei Krankentransporten an und hört bei Massenanfällen von Verletzten auf. Also man erlebt es wirklich täglich, dass die Einsatzstelle behindert wird durch Gaffer. Es ist halt sehr störend, aber man kann es leider nicht verhindern. Man versucht halt, die Leute so ein bisschen abzuschirmen, aber wenn die Sensationsgier zu groß ist, ist es oft schwierig. Ich bin sehr froh, dass es jetzt gelungen ist, in Verhandlungen mit der SPD durchzusetzen, dass es jetzt endlich einen Gesetzentwurf gibt, der auch Angriffe auf Rettungskräfte, ähnlich wie Angriffe auf Polizisten, unter eine besondere Strafe stellt. Das ist ein Zeichen, das wir dem Ehrenamt geben.